Fans, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Die heutige Aufstellung von L'Albi Celeste. Emiliano Martinez im Tor. Fabio Cannavaro spielt mit Cristian Romero in der Abwehr. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Ecke kommt rein. Da passt er auf. Ball geklärt. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Im Tor ist Gregor Kobel. Raheem Sterling steht mit Jadon Sancho auf dem Flügel. Und Rudi Völler spielt im Sturm mit Karim Adeyemi. Was dürfen wir uns heute alles von Marcus Rashford erwarten? Er hat eine unglaubliche Schusskraft. Umso wichtiger, dass sie ihm erst gar nicht die Möglichkeit geben, abzuziehen. Oyarzabal. Gutes Tackling. Fabio Cannavaro. Ballbesitz erstmal abgegeben. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Ah, klasse geklärt. Arda Güler. Angriff kommt von L'Albi Celeste. Er kann dieses Duell gewinnen. Das ist die Chance. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Groß. Das ist Karim Adeyemi. Balleroberung. Miguel Almirón. Das kann die Führung werden. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. War dann doch zu halbherzig. Das war eine wichtige Szene. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Vielleicht direkt der nächste Angriff. Sie versuchen es weiter. Könnte die Führung werden. Macht er genau im richtigen Moment. Arda Güler. Timo Werner. Werner mit dem Ballverlust jetzt. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Er scheint nicht abspielen zu wollen, läuft weiter mit dem Ball. Jetzt ist der Ballbesitz weg, Sancho war das. Ja, sieht gut aus, das könnte jetzt was werden. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Er trifft die Latte. Erstmal gut zugemacht. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Da hören wir den Anpfiff zur zweiten Hälfte. Und er geht an ihm vorbei. Das ist die Chance zum Führungstor. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Die machen weiter Druck. Nächster Angriff läuft.
Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Alex Balde. Vor der Pause war das ja, naja, sagen wir, eine eher durchwachsene Leistung. Wie hast du es gesehen, Buschi? Ich glaube, muss noch ein wenig zulegen. Ansätze sind da, denken wir an den Aluminiumtreffer, aber dieses Unentschieden, das kann sie noch nicht zufriedenstellen. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Da verlieren sie den Ball. Kann jetzt über den Flügel kommen. Vielleicht die Führung jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Flanke kommt. Sie suchen Rudi Völler. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Christian Romero. Er passt gut auf und hat den Ball. Sterling. Gehalten, stark gemacht. Jetzt die Ecke. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Völler. Ball erstmal abgegeben. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Karim Adeyemi. Das hat er geahnt. Muss natürlich Freistoß geben. Weg ist der Ball. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Oyarzabal. Nur noch 5 Minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden. Passiert hier noch was? In den freien Raum. Rudi Völler. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ah, sie verpassen den Ball. Nee, der Ball ist erstmal weg. Martinez. Der späte Angriff, der späte Versuch, hier doch mehr rauszuholen als dieses Remis. Rudi Völler. Jetzt passiert hier nichts mehr. Wir gehen in die Verlängerung. Spannendes Spiel. Machen wir weiter mit Verlängerung. Erster Durchgang. Mal sehen, wer konditionell besser drauf ist. Und jetzt Müller. Groß. Oh, knapp. Sie wechseln aus. Ja, sie hadern ein wenig mit der Chancenverwertung. Die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitern sie. Und so bleibt es beim Remis.
Vielleicht schaffen sie es jetzt, bei diesem Angriff für Gefahr zu sorgen. Schön dazwischen gegangen. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Schön durchgesetzt. Sie versucht es. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Das könnte gefährlich werden. Da passt der klasse auf. Balleroberung. Nach dem Zweikampf bleibt er liegen. Bobby Moore. Groß. Sterling. Gute Aktion jetzt. Ah, das könnte eng werden. Hat ja schon gelb. Die Gäste wechseln. Es wird gewechselt. Die Nummer 14. Bobby Moore. Neu dabei. Die Nummer 17. Jan Vertonghen. Das ist es vielleicht. Stark gemacht. Ecke ins Zentrum. Ballgewinn, gutes Pressing in dieser Szene. Ball ist nicht drin. So, Schlusspfiff in Durchgang 1 dieser Verlängerung. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Er bekommt die Unterstützung. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Da kann er erstmal klären. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung. Spielfluss nicht unterbrochen. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Und 7 Minuten sind es hier noch. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Klasse durchgesetzt. Er passt gut auf und hat den Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sterling. Abwehr muss aufpassen. Da sieht man wieder, wie gefährlich so ein perfekter Konter sein kann. Auch wenn es hier nicht geklappt hat, das war ein toller Spielzug. Sie werden hier wechseln. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Pass kommt gut. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Tja, da ist Aufatmen angesagt. Ein knapper Sieg. Sie hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn da noch was passiert wäre. Aber so ist es am Ende der Sieg geworden. Wichtig, dass die Nerven gehalten haben.